Bundesliga-Vorschau 2019-2020. Hier kommt die Tabellenprognose von Travel, Food and Comedy. Heute erster Teil, Abstiegskampf. Eine gute Nachricht vorweg für alle VfB- und HSV-Fans. Dieses Jahr gibt es für euch keinen Abstiegskampf, zumindest nicht in der Bundesliga. Unser erster Verein auf Platz 18, der SC Paderborn 07. Boah, und das könnte heftig werden. Trainer Steffen Baumgart will mit seinem Harakiri-Stil auch in der Bundesliga erfolgreich sein. Unsere Prognose eher Tasmania Berlin als Klassenerhalt. Offensivmann Philipp Clement bleibt sogar freiwillig in der zweiten Liga und wechselt zum VfB Stuttgart. Uwe Hünemeyer und Gerrit Holtmann sind die einzig wirklich Bundesliga-erfahrenen Profis. Das ist zu wenig. Himmelfahrtskommando. Immerhin hat Neuzugang Laurent Jans 58 Länderspiele für sein Land bestritten, allerdings für Luxemburg. Nur Platz 18 für die Ostwestfalen. Kommen wir zu Platz 17, Fortuna Düsseldorf. Letzte Saison eine geile Runde, aber die Realität wird Düsseldorf jetzt einholen. Stöger noch lange verletzt, Luke Bacchio weg, Raman weg. Wärst du doch in Düsseldorf geblieben. Düsseldorf, eine Mannschaft mit gefühlt 100 Torhütern, aber wo sind die Torjäger? Ein Tekbetai wird seine Zeit noch brauchen und Hennings und Kovnacki werden nicht genug treffen. Unsere Prognose über 70 Gegentore. Fortuna wird Fortuna verlassen. Abstieg in die zweite Liga. Auf Rang 16 und damit Relegation, die Eisernen aus Berlin, Union. Uca, Gentner und Subotic, interessante Namen. Aber die wahren Leistungsträger werden wohl eher die Herren Schmiedebach, Trimmel und Groß sein. 33 Gegentore letzte Saison, das bedeutet die beste Leistung in der zweiten Liga aller Zeiten für Union. Und die Defensive wird im Gegensatz zu Paderborn auch der Schlüssel sein, dass Union eine ernsthafte Chance um den Klassenerhalt hat. Union Berlin, ein echter Kultneuling. Ob Adventssingen oder Blutspenden, absolut sympathische Aktionen. Am Ende könnte es reichen, zumindest in der Relegation. Auf Rang 15 folgt der FC Augsburg. Die Schwaben mit einem wirklich desaströsen letzten Auftritt in der vorherigen Saison. Auch dieses Jahr wird es nur um den Klassenerhalt gehen. Coach Martin Schmidt für mich ein Mann im Sinkflug. Ein klarer Kandidat für mich als erster Trainer, der rausfliegt. Typen wie André Hahn sind zwar echte Abstiegskämpfer. Diese Qualitäten braucht Augsburg aber auch bei 71 Gegentoren letzte Saison. Finn Bogason, geiler Spieler, aber viel zu oft verletzt. Wenn jetzt auch noch Spieler wie Gregoritsch oder Max gehen, wird es sehr eng. SC Freiburg. Abstiegskampf ja, Klassenerhalt aber auch. Irgendwie schaffen es die Breisgauer jedes Jahr. Christian Streich, authentisch ja, aber auch irgendwie crazy. Auch wenn bei Freiburg jetzt der Korea-Messi spielt, sind die Augen doch auf Luca Waldschmidt gerichtet. Echt ein Mann mit Potenzial, aber man sollte nicht zu viel von ihm erwarten. Freiburg wird wieder laufen.
Platz 13 und damit Abstiegskampf Eintracht Frankfurt. Jovic und Haller weg. Dreifachbelastung mit Europa League. Frankfurts Beine werden dieses Jahr sehr schwer sein. Debrisau, ein Mann mit Potenzial, aber lange verletzt. Da muss es wieder Sebastian Rode richten. Auch ein Hasebe kann nicht jedes Jahr so eine geile Saison spielen. Immerhin ist der Hinteregger wieder da. Platz 13 für die Eintracht.